It's bloody time. Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Ghosts im Extinction-Modus. Ihr seht hier Point of Contact. Das ist ein Modus, wo man kein DLC braucht. Das kann jeder spielen. Und ich habe einige Videos dafür vorbereitet, die in diesem Modus bzw. diesen Teil der ersten Kontakt mit den Aliens betrifft aufgenommen. Und da werden noch weitere Videos, wo das im Hintergrund läuft, kommen. Wir möchten uns natürlich bedanken für 20 Likes hier auf Facebook. Macht natürlich weiter so. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, ohne Mist. Sind sehr dankbar dafür. Und ich habe heute Advanced Warfare, also einen Ausschnitt gesehen vom Menü zum Multiplayer, allgemeine Menü. Und mein Eindruck dazu ist, dass es ein bisschen eine Machart ist wie bei Black Ops 2. Ein bisschen verfeinert halt. So, sieht halt schon so Advanced Warfare mäßig aus. Aber es hat schon einige Ähnlichkeiten. Am 11. August kommt auf jeden Fall ab 19 Uhr ein Livestream, wo der Multiplayer überhaupt erst vorgestellt wird. Könnt ihr reinschauen? Ich werde dann später, wenn ich dann aus dem Urlaub zurückgekommen bin, meine Meinung dazu geben. Ich versuche da mir Videomaterial anzuschauen und da euch mein Feedback dazu abgeben. Ich könnte eine Verbesserung gebrauchen. Genau, um jetzt auf den Urlaub zurückzukommen. Ich bin ab nächste Woche im Urlaub und der wird auf jeden Fall von mir aus kein Video kommen. Wenn ich von Apokalypse oder was so Facebook-mäßig was läuft, wird da auch erstmal nichts sein, also wundert euch da nicht. Aber wir werden versuchen, dann die Woche drauf natürlich wieder Videos hochzuladen. So, Max the Curse of Brotherhood habe ich ja schon einige Videos hochgeladen und ich werde vielleicht am Freitag versuchen, das im Livestream durchzuspielen. Da möchte ich dann auch nochmal ein extra Video machen und mein Feedback dazu abgeben. Seid auf jeden Fall dazu gespannt und schaut da vorbei. Das ist eigentlich ein Spiel, was bei den Livestreams eigentlich immer gut ankommt. Ich werde vor dem Livestream versuchen, dann auch auf Facebook noch eine Ankündigung zu machen, dass ihr dann auch Bescheid wisst, dass ich livestreame. So, genau, dann kommen wir noch zu den Planungen. Der Apokalypso wird auf jeden Fall sich bald die Xbox One holen. Da werden noch Videos von ihnen auch kommen. Auf meinen Kanal, auf seinen Kanal dann. Link wird dann wieder unten in der Beschreibung sein. Ich hoffe, ihr seid dann auch dort anzutreffen. Ja. Das war es eigentlich auch schon im Groben und Ganzen, so von dem, was ich sagen möchte. Ich spiele hier mit der AK-12 im Hintergrund. Hab da eigentlich noch gar keine Aufsätze. Man muss hier mal ein bisschen suchen bei den Kisten, wo die Sachen, Aufsätze, Magazine etc. drauf sind. Man muss den Bohrer beschützen. Deswegen bin ich hier ein bisschen am Patrouillieren. Man muss hier die Nester zerstören. Wer von Extinction Modus da gar nichts anfangen kann. Bei mir in der Lobby sind also auch drei weitere Leute, die immer mal welche rausgegangen sind und wieder rein nachgekommen sind. Zum Ende waren wir insgesamt mit mir vier Mann. Genau, ich möchte auch noch eine kleine Bitte da lassen. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst von mir aus auch ein Abo da, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Liked unsere Facebook-Seite. Natürlich auch alles in der Videobeschreibung. Liked, also und abonniert die Videos dann auch von FIB Apokalypse, wo dann der Link in der Beschreibung ist. Und dann könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Je mehr Zeit wir ja, uns mit dem Clan hier verfassen, wir haben ganz viele Ideen und umso toller wird's. Und wir haben ganz viele Ideen, wie gesagt, und Planungen und ich kann mir vorstellen, dass es ganz toll wird. Das meine ich ja mit den Kisten. Sollte man mal absuchen. Da ist immer schönes Zeugs drin. Tschüss.